Es ist zum Verrücktwerden. Die Leute wollen Verjüngungskuren und Neuroimplantate und kriegen gar nichts. Wir haben -9 Verjüngungskuren hier im Walburgbecken und das hilft uns nicht gerade dabei, Kap Amba aufzupäppeln. Unser neues Gebiet, was ich letzte Folge begonnen habe. Deswegen werden jetzt hier Verjüngungskuren produziert. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Also, was brauchen wir dafür? Wir haben jede Menge Algen. Da haben wir also schon mal kein Problem. Zündzellen-Inkubator. Können wir hier mal schon mal einen neuen bauen. Ja, jetzt fehlt es ein bisschen an Logistik, aber darum kümmere ich mich gleich. Ich baue das jetzt auch direkt komplett aus, weil ich keine Lust habe, hier immer so Kleinkacke zu machen. So. Haben wir das. Und dann bauen wir hier jetzt direkt noch so ein Ding hin. So. Ich weiß, es ist noch nicht komplett ausgebaut, aber egal. So, zack. Hier können wir ordentlich Logistik ranbringen. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug davon. Und zwar für eine ganze Weile. Also 9 plus 39, das ist ordentlich, würde ich sagen. So, dann baue ich, wenn ich schon mal hier bin, gleich die Produktionskette hier noch ein bisschen aus. Mit der Luxuskost. Ja, weil da wird wahrscheinlich demnächst dann auch mal eine Steigerung der Produktion fällig. Mehr Wein. Mehr Wein, das ist zum Heulen, dass ihr mehr weinen wollt. Zack. Na, das ist schlecht, passt nicht. Okay, gut, ist nicht so wunderschön, aber plus minus null ist alles, was zählt. So. Machen wir das hier hin, dann fehlt es an Energie. Oder es fehlt noch nicht an... Ach, man... Fehlt noch nicht an Energie, aber es könnte dazu kommen. Und wir haben ja auch auf dem Mond halbwegs Energie, also passt das ja. Objektprofil wird aktualisiert. Schön, schön. Was brauchen wir? Fleisch. Also, warum frage ich überhaupt? Natürlich brauchen wir Fleisch. Fleisch ist Leben. Also, zumindest für alle Leute, die keine Vegetarier sind. Und dazu zähle ich mich auch. Konnten wir das hier eigentlich verschieben noch ein kleines Stück? Ja. Konnten wir nicht. Natürlich nicht. Was ist hier? Doch, das geht. Guck, das passt dahin. Und dann können wir ja vielleicht hier dann doch noch ein Ding für fleischliche Gelüste hinstellen. Und das geht nicht so gut. Nee, passt auch nicht mehr hin. Na gut, aber das sind ja dann die 4. Ist jetzt nicht optimal ausgenutzt, da der Platz. Aber doch, ich kann... Immer noch zu wenig Energie. Uiuiui, jetzt wird es langsam wieder knapp. Da muss ich gleich mal wieder auf den Mond gehen. Da habe ich auch nicht mehr so viel Energie. Ich wollte jetzt eigentlich noch viel mehr Kram hier bauen. Dann wird das wohl nichts. So, dann nutzen wir doch den Platz da gleich noch ein bisschen besser. Und dann haben wir auch Luxuskost. Soja. Hm, naja, gut. Soja. Die können doch hier noch ein bisschen umziehen. Und dann haben wir auch langsam wieder genug Soja. So ja, so nein. So toll. Quantencomputer fehlen. Dann gehen wir jetzt als nächstes auf den Mond, holen uns mehr Energie und dann kümmern wir uns darum, dass hier in der Arktis mehr Sachen produziert werden. Die Orbital Watch ist eine Gefahr für jeden Mondbewohner. Orbital Watch, die Gefahr für Mondbewohner. Jammer, jammer, Heulschluchz. Ich habe doch schon euch alle gerettet und Flüchtlinge aufgenommen und eine riesen Mondbasis aufgebaut. Jetzt hört doch mal auf zu jammern, also wirklich. Irgendwo ist auch mal Schluss. Mehr Energie brauche ich jetzt. Produziere ich noch genug von den Fusionszellen plus 7? Weil die brauchen wir ja, um Kraftwerke auszubauen.
Also haben wir wieder 2000 Energie plus. Damit wäre das dann auch voll, das Kraftwerk. Können wir mal kurz schauen, dass wir hier Kybernetik noch ein bisschen an die Überproduktion denken. So, plus 4, das müsste eigentlich jetzt erstmal ein Weilchen reichen. Ihr seid hier mit allem auch ganz gut ausgestattet. Das Schwerkraftgeneratoren können wir nochmal, Schwerkraftkompensatoren, da könnten wir vielleicht direkt einfach nochmal einen Erweiterungsbau hier machen. Das kostet natürlich extrem viel Kohle, aber dann, ja, hast du was, bist du was. Oder, wie ein weiser Mann mal sagte, kaufst du, dann hast du es. So. Nee, Arktis. Genau, wir brauchen einen Quantencomputer und hier. Dann kannst du ja mal in mein Neuroimplantate. Hört auf, mich voll zu knabbern hier. Zu knuspern. Da sind wir. Runter da. Schön in die Kälte. Fast so kalt wie in Deutschland momentan. Ja, in der Arktis ist ja gerade nicht so kalt, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, aber in der Arktis waren jetzt ja die letzten, über Weihnachten und Silvester und so, war die Zeit da relativ warm. Also das war ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Vor allen Dingen in der Arktis, wo man annehmen müsste, es wäre kühler. So, jetzt haben wir genug Quantencomputer, aber nicht mehr genug alles andere. Jetzt müssen wir zum ersten Mal einen Kryogeniklabor müssen wir noch nicht ausbauen, das müssen wir demnächst machen. Wollte schon sagen, müssen wir das tatsächlich jetzt das erste Mal hier irgendwie angehen? Müssen wir nicht. Sehr schön. Molybden habe ich auch noch genug, aber Neuroimplantate nicht. Habe ich denn hier noch irgendwo eine Neuroimplantatproduktion? Hier drüben habe ich Fische. Fischkonserven. Ja, würde ich sagen, starte ich hier direkt auch noch eine Neuroimplantatgeschichte. Können wir im Endeffekt wieder hier entlang der Straße machen. Gleich vielleicht ein bisschen mehr. So. So. Überproduktion. Jetzt brauchen wir natürlich Molybden ohne Ende. Das ist nicht Molybden. Das ist Molybden. Und das ist Molybden. Schade, ist alles schon ausgebaut. Ist hier noch irgendwo ein Bergbauplatz? Nöp. Nope, 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 nope. Hier könnte ich wahrscheinlich dann nochmal... Achso, hatte ich denn nicht hier schon... Ich hatte doch hier schon einen neuen... Eine neue Insel aufgemacht. Dann können wir hier im Endeffekt oder... Hier nochmal Molybden abbauen. So. Zack, zack. Straße. So. Und plus 12. Super. Schon ist wieder alles im Plus, was wir brauchen. Können wir jetzt nochmal gucken, ob hier alles im Lot ist. Luxuskost, das können wir direkt noch einrichten. Luxuskost habe ich hier plus 24, da minus 8. Von da nach da. Und zwar so 10. Ja, damit sich das da ein bisschen auffüllen kann. Verbindung wird hergestellt. IntelliWare habe ich nicht so besonders viel, ne? Plus 3, minus 6, aber da können wir zumindest hier den leichten Überschuss darüber schicken. Ja, ich will aber jetzt nicht irgendwo abstimmen. So, dann steigen nämlich auch die Einnahmen. Das ist doch wundervoll, wie das wieder alles klappt. Hier ist auch noch eine Produktionsstrecke, die noch nicht ausgebaut ist. Hier können wir noch ein paar Häuser hinbauen. Und können ja da noch eine Produktion ranhängen und hier noch ein Haus mehr hinsetzen. So. Geht das nämlich schön dorthin. So, ein bisschen Leute steigern. Dann habe ich nämlich nicht das Gefühl, dass ich das hier komplett vernachlässige, die Arktis. Aber im Endeffekt gehe ich hier immer nur her, um neue Sachen zu produzieren. Und das tut mir ein bisschen leid. Aber so, dann schicken wir mal einen Überschuss zum Mond. Sortiere Daten. Kybernetik haben wir da schon, Überschüsse.
Das läuft. Neuroimplantate können wir mal 103 machen, damit sich das ein bisschen ansammelt da unten. Aktualisiert. Da machen wir einfach mal 21. Objektprofil wird aktualisiert. Quantencomputer haben wir auch genug. Das war's doch im Endeffekt. Schick, schick, Deuterium läuft. Schwerkraftkompensatoren läuft. Da haben wir genug. Da haben wir nicht genug, logischerweise. Aber darum kümmern wir uns ein andermal. Jetzt baue ich erstmal noch ein bisschen Zeug und mache hier mal vielleicht das Projekt. Ich will schließlich die Arche aus Anno 2070 ausbuddeln. Ist doch eigentlich eine ganz coole Idee von den Entwicklern, das einzubauen wieder. Machen wir das vielleicht einfach mal direkt. Folgen Sie der Drohne. Da müssen wir lang. Nun gut. Ach da. Da wäre ein Teil. Na komm. Was ist das jetzt? Folgen Sie, sammeln Sie verteilte Überreste. Okay, naja gut. Also wir finden jetzt raus, was für ein Teil das da ist. Ich kann es euch sagen. Analysen zeigen. Ist die Arche aus 2070, habe ich schon Gütern selbst gespielt damals. Damals vor über 100 Jahren. Bestätigt. Ich bin ja Zeitzeuge. Das wisst ihr vielleicht jetzt gar nicht. Aber ich bin Zeitzeuge. Verstanden. Na, wo ist denn das nächste Teil? Müsste es hier irgendwo in der Nähe auftauchen. Da. Da muss man ja tatsächlich mal ein bisschen suchen hier. Bestätigt. Überall auf der Oberfläche. Ja. Im Gange. In der Nähe meines Raumhafens. Nee, in der Nähe meines Hafens. Da, tatsächlich. Und das war Nummer 4. Bringen wir zurück. Haben wir wieder eine gute Tat getan. Das Endergebnis getutet ist da. Und Sie waren... Wow. Spitze! Ich bin so aufgeregt. Diese Technologie könnte alles verändern. Bauen Sie Arbeiterwohnungen. Okay. Wir brauchen einfach mehr Arbeiter. Das sollte machbar sein. Energie ist natürlich schwierig, aber auch nur so lange, bis ich hier mal die Produktion ein bisschen hochfahre. Oder die den Handel, den Transport. So. Jetzt haben wir nämlich auch mehr Energie. Ich würde nämlich dann ganz gerne gleich hier im Stadtzentrum mal ein Stadion bauen. Weil über kurz oder lang werden sie eh eins fordern. Und dann sind sie jetzt gleich schon mal glücklich und nicht mehr so giftig. Das mag ich nämlich nicht so. Jetzt brauchen wir Arbeiter. 12 von 100. Ach, ich soll wirklich 100 Arbeiterwohnungen auch bauen. Alter Falter. Das ist ja nicht wenig. Ich dachte, ich soll nur 100 Arbeiter da haben oder so. Ich hatte so wenig. Aber das ist ja echt viel dann. Wie viel zählt denn ein so ein Ding? Das zählt auch nur als 1. Na gut, das erklärt dann, warum das irgendwie so ein bisschen scheiße hier gerade ist. Gut, hier vorne den Bereich würde ich mir jetzt mal freilassen für noch irgendwelche kleineren Produktionsbetriebe oder so. Ist jetzt natürlich problematisch. So, dann gibt es da vorne. Ja, ist natürlich jetzt auch blöd. Na komm, dann ziehen wir es jetzt durch, machen da eine Straße hin. So. Gut. Mehr Arbeiterbetriebe. Da können noch welche hin. Da nochmal 8. Da nochmal 8. 56, uiuiui. Da brauchen wir aber echt noch deutlich mehr. Ah, okay, die zählen, die noch nicht angeschlossenen Straßen, die zählen auch erstmal nicht. Das heißt, das sind jetzt schon mal über 70, sehr gut. Gut, jetzt nochmal 20 so im Stadion rum hier oder 30 und dann haben wir's. Ja, ist natürlich jetzt blöd, sonst hätte ich die schon längst gehabt, wenn ich das von Anfang an so gebaut hätte. Aber ich habe ja jetzt erstmal hier diese großen Wohnsiedlungen gemacht. Und das zählt ja einfach nicht, offensichtlich. So. Gut, das müsste jetzt reichen. Bin ich ganz sicher, aber... 94, ja, das reicht. Und das sind so die
Hündert 103 läuft jetzt. 5 Minuten durchhalten. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt hier wieder jede Menge Rohstoffe wahrscheinlich brauche. Gucken wir mal. Nö, nur Intelliware weiterhin. Also Arbeiter sind echt nicht so problematisch. Recht pflegeleicht. Oh, jetzt habe ich wieder unter 100. Ich bin auch doof. Ja, war ein kleiner Fopper. Nicht ärgern. Alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Alles schick. So, hier ist noch... Das sind ja keine Arbeiter. Die darf ich ausbauen. Okay. Passt. Gut, das heißt, wir verdienen ein bisschen mehr Geld. Ich bin mittlerweile schon wieder unter 30.000 Einnahmen gesunken. Ist natürlich schlecht. Aber wir produzieren jetzt hier einfach noch ein bisschen Kram. So. Jetzt brauchen wir wieder mehr Verjüngungskuren. Nehmen wir gleich 14. Da produziere ich ja jetzt mehr als genug an Überproduktion. So, und jetzt abwarten und Tee trinken. Nein, das ist Quatsch. Wir bauen natürlich ein Informationsdingens, um mehr Einwohner zu haben und mehr Geld zu verdienen. Denn das bringt langfristig mehr. Gut. Jutti. Dann hole ich mir mal noch mal ein paar Willkommen bei Nick. Baubots. Geld genug habe ich ja. Die sind einfach unschlagbar. Und genug davon auch. So. Lass mal die Zeit runterticken. Würde ich fast sagen, wir machen ein kleines Päuschen und nächste Folge geht es dann hier weiter im Kap Amber. Aber, Amber, was auch immer. Mehr schlechte Wortspiele nächstes Mal. Bis dann!